Hallo und herzlich willkommen zu Holger kocht und grillt. Ihr seht, heute ist alles ein bisschen anders, ne? Ich bin nicht in meiner Küche, ich bin draußen im Garten bei uns. Wenn da hinten so ein bisschen Chaos ist, wir sind gerade den Pool neu am Pflastern lassen und deswegen hinter mir ein bisschen Chaos, aber hier am Tisch alles geordnet. Warum ich hier draußen bin? Ich habe euch ja vor ein paar Tagen, Wochen mal meinen Raketenofen vorgestellt. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und den will ich heute erstmal einweihen. Ich werde damit mal kochen. Oder braten. Ja, kochen. Kochen oder braten. Alles ist nicht anders. Denn ein Kölsch muss immer dabei sein. Und heute habe ich wieder mein richtig schön leckeres Gaffelwies am Start. Also auch im Raketenofen Kölsch. Ne? Prost zusammen. Zu essen machen wir heute eine ganz schnelle Sache. Und zwar einen schnellen Wursttopf. So nenne ich ihn einfach mal. Dafür brauchen wir Bratwürste. Nehmt die Bratwürste, die ihr am liebsten habt. Ich habe hier meine Bratwürste, die ich auch so am Grill schmeiße für eine schnelle Wurst, klein geschnitten in so 1,5 cm kleine Stücke. 3 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, dann hatte ich noch ein bisschen Speck übrig und ein Glas Lecho. Ein Rub eurer Wahl. Ich habe jetzt hier den Barbecue Rub von den Sizzle Brothers, aber ihr könnt das nehmen, wenn ihr wollt. Und was zum Anbraten. Ich will nur meine Bratcreme mit dem feinen Butteraroma. Ja, mehr braucht man für sich nicht, ne? Doch, und halt eine gusseiserne Pfanne. Hier drauf eine beschichtete Pfanne würde ich nicht nehmen. Da müsst ihr schon was Gusseisernes nehmen. Ist besser. Ging auch, aber ist mir zu schade. Bin ich ehrlich. Also gut, dann gehen wir mal ein bisschen rüber. Ihr seht das Ding hier, also so weit gehen wir gar nicht rüber. Und zünden das mal an. Ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Ich habe hier so, sagen wir, in Wachs getränkte Holzwolle-Anzünder. Da habe ich 3 Stück unten reingelegt. Und oben so ein bisschen Kleinholz drin, Anzündholz. Aber jetzt gehen wir mal, zünden wir mal an, ne? Das Wichtigste beim Anzünden ist natürlich erst einmal das Kölsch von der Hitzequelle wegstellen. Ja, ihr seht, ich kurze Hose. Ne? Gestern hatten wir Frühlingsanfang bei uns. Heute haben wir 17, 18 Grad draußen. Da kann man schon mal eine kurze Hose anziehen. Den Windpuschel habe ich extra drauf. Ihr seht ja hinten die Palme. Wir haben einen Sturm heute. Also sagt der Wind zur Palme, halt die Nüsse fest. Ich blase jetzt. Ne? Ihr merkt schon, hier ist ein bisschen windig. Na gut. Wie gesagt, ich habe unten die Anzünder drin. Hier auf das Metallbrett könnt ihr auch gleich, wenn das brennt, etwas dickeres Holz drauflegen. Zum Beispiel wie sowas hier. Ne? Das passt hier oben. Es würde reinpassen, aber irgendwann steht die Pfanne oben drauf. Dann schiebe ich das einfach von der Seite rein. Aber jetzt zünden wir erstmal unten die Holzwolle-Anzünder an. Ne? Zack, und da geht es schon los. Es fängt schon an zu qualmen. Wichtig ist beim Anzünden, beide Türen öffnen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie lange das dauert. Wir haben jetzt 15.47 Uhr. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das Zeug hier abgebrannt ist. Ich sage euch dann gleich Bescheid. Aber guck mal, die Flammen kommen schon oben raus. Das geht ja ratzifatzi hier. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, der ist doch jungfräulich, noch niemals gebraucht. Heute das erste Mal. Naja, hat natürlich auch genug Sauerstoffzufuhr heute, weil es bläst ja, der Wind. Ne? Und jetzt trinken wir noch schön Kölsch. Bis gleich. Also, das waren jetzt genau 40 Sekunden. Ich konnte noch nicht mal die Kamera umstellen. Kommt die Flamme schon oben raus. Also, ist schon Wahnsinn. Der ist schon Rakete, der Ofen, ne? Und wenn das so schnell geht, dann kann man natürlich direkt oben noch ein bisschen Holz mehr reinstopfen, ne? Gibt eine gute Glut, würde ich sagen, ne? Wir schauen gleich einfach. So, nach 2,5 Minuten sieht es so aus. Also, die Flammen schlagen oben raus. Guck, ob da schon so ein bisschen runter. Guck mal, kannst du schon runterdrücken. Wunderbar. Also gleich haben wir unten schöne Glut drin. Und dann setzen wir die Pan ab, ne? Ich könnte ja schon mal so ein dickeres Stück von hier aus reinlegen. Da kann ich ja auch schon mal anfangen zu anglühen oder anglimmen oder wie nennt man das? Ich habe auch extra eine Holzplatte unten drunter. Das ist von meiner alten Küche so ein Einlegerboden, um zu gucken, ob man nachher irgendwas unten sieht. Ob der heiß wird oder so, keine Ahnung. Das werden wir alles mal testen heute. Ne? Ja, guck mal hier. Selbst der, den ich gerade vor, Moment, ich guck mal nach, vor 2,5 Minuten hier reingelegt habe, der ist schon am Brennen. Also Wahnsinn, das Teil. Ne? Also ich bin begeistert von dem Ofen bis jetzt. So, es hat genau 8 Minuten gedauert. Da war das Holz oben weg.
Also jetzt können wir im Prinzip schon die Pfanne auflegen. Das ist auch schon am Brennen hier. Das schieben wir weiter rein. Leg sogar noch so ein kleines mit hier rein. Ne? Kann ja auch schon anfangen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ne? Weil schön abgebrannt ist es ja. Von unten feuere ich jetzt nach. Kommt erstmal die schöne Pfanne drauf. Und natürlich direkt ein bisschen Bratcreme rein. Genau. Ja, okay, der Tisch steht jetzt nicht ganz gerade. Das heißt, das läuft jetzt da runter. Ist aber kein Problem mit der Wurst, nichts aus. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe hier noch so kleine so Holzstückchen hier. Die schmeiße ich jetzt einfach da unten mit rein. So, dann können die auch anfangen, ne? Vom Anfang. Aber mir fällt gerade ein, ich muss noch einen Handschuh haben, weil nachher kann ich die Pfanne mehr anpacken, ne? Ja, und wie immer, wenn ich irgendwas auf den Grill schmeiße oder in die Pfanne schmeiße, ein Stück Zwiebel rein. Ich lege mal hier hinten eins rein, dann seht ihr das, glaube ich, besser. Und wenn das anfängt zu Blasen zu werfen, ist es Fett oder Öl heiß genug. Ja, wenn ich manchmal hier so im Rauch stehe, denke ich mir auch, geräuchertes Fleisch hält sich länger, ne? So, wenn die Zwiebel so schön Blasen wirft, kommt natürlich direkt die ganze Wurst dabei. Also ich lasse mir die Wurst erstmal so ein bisschen braun werden, ein paar Röstaromen kriegen. Wie bei so einer schönen Currywurst, ne? Also wenn du die Currywurst schon vorher geschnitten hast. Man kann die natürlich auch nachher schneiden. Ah, ist das herrlich. Guck mal, die Sonne kommt da raus. Wunderbar. Herrlich. Ja, und wenn die Würstchen so aussehen, dann reicht das schon. Dann holen wir die erstmal wieder raus, ne? Guck mal, sieht das nicht wunderbar aus? Doch, muss ich sagen, ne? Ist schön. Als nächstes kommt natürlich direkt der Knoblauch und die Zwiebeln da rein. Und auch direkt den Speck mit rein. Ne? Weil er soll ja nicht alles. Der Speck soll nicht knusprig werden, der soll sich nur ein bisschen so auslassen und die Zwiebeln sollen glasig werden. Ja, vielleicht ein bisschen kleine Röstaromen sollen die bekommen, mehr aber auch nicht. So, und wenn ihr merkt, die Zwiebel wird so langsam weich und ein bisschen glasig, dann könnt ihr schon das euer Gewürz drüber tun. Oh, das glaubt, da war ein bisschen viel, oder? Ja, passt schon, komm. Reicht. Könnte vielleicht jetzt ein bisschen viel gewesen sein. Und das merkt man nachher, ne? So, wenn ihr merkt, die Zwiebeln sind schön weich und glasig, dann als erstes wieder die Würstchen dabei. Und direkt das Glas Lecho hinterher. Nochmal ein Tipp, wenn ihr so ein Glas aufmachen wollt, hinten draufhauen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, wenn das so klackt, als wenn du es aufmachst, dann kriegst du es ganz leicht auf. Drückst du einmal, zack, und ist es auf. So, jetzt gehe ich mir noch ein bisschen Wasser holen in dem Glas hier und dann machen wir das Ding fertig. So, ich habe mir jetzt so ein halbes Glas Wasser noch geholt, schraube das erstmal zu. Schütteln, damit auch alles schön von dem Lecho raus ist. Und dann kippen wir einfach da drüber. So, seht ihr, hier ist das Glas schön sauber. Hier ist hier noch Flüssigkeit drin. Ja, dann lasst das jetzt so lange kochen, bis euch die Konsistenz gefällt. Bei mir wird das so etwa eine Viertelstunde dauern. Na gut, in einer Viertelstunde seid ihr wieder mit dabei. Und dann probieren wir das Ganze mal. Ne? Bis gleich. Ja, jetzt sind nochmal, ich sag mal, 7 bis 10 Minuten vergangen. Mir ist die Konsistenz jetzt so genau richtig, weil ich gleich mache noch ein bisschen Risimisi dabei. Das Risimisi verlinke ich euch mal hier oben. Ne? Ihr könnt das aber auch nur mit Brot essen oder könnt auch Fritten dabei machen. Das ist vollkommen egal. Aber ich muss sagen, so ist das wunderbar. Deswegen nehme ich jetzt von der Flamme runter. Ja, ich ziehe doch, also die Seite geht. Auf der Seite nehme ich einen Handschuh. So. Ja, da unten ist wunderbare Glut drin. Ich schiebe den Rest noch nach, damit er gleich schön verbrennt. Also ich muss sagen, ich bin von dem Raketenofen sehr, sehr begeistert. Ja, also wie gesagt, mein Wursttopf ist fertig. Sieht wunderbar aus. Und jetzt wollen wir mal probieren. Und ich mache mir heute auch keinen Teller fertig, weil es ist ja fast wie am Lagerfeuer grillen. Da probierst du einfach mit dem Holzlöffel, so wie Bud Spencer das früher gemacht hat. Ist zwar keine Bud Spencer Pfanne, die mache ich auch irgendwann. Und jetzt einfach so ein schönes Löffelchen hier. Und dann wollen wir mal gucken. Soße, Wurst und Paprika, ne? Zum Wohle.
Also da muss ich sagen, das ist ein super schnelles Gericht auf einem Herd, auf einem Seitenkocher oder auf einem Hockerkocher, geht natürlich schneller. Aber das puristische Kochen hier mit dem Holz, das macht uns Männern natürlich richtig Spaß, weil mit Holz spielen und mit Wasser spielen, das ist für Männer immer das Beste. Deswegen muss ich sagen, macht das mal nach. Super lecker, nehmt die Wurst, die ihr mögt, nehmt das Gewürz, was ihr mögt, aber nehmt auf jeden Fall Kölsch dabei. Ich weiß, jetzt werde ich wieder mal einen Shitstorm kriegen, weil manche sagen, was ist das für eine Plörre? Ja, okay, ich bin halt ein Rheinländer. Für mich ist Plörre alt, Pilz und so jetzt. Ich trinke es auch, Hauptsache knallt im Kopf. Aber Kölsch ist natürlich das Beste. Deswegen, schön, dass ihr dabei wart. Madet Jod, schwenkt der Hut, bis zum nächsten Mal. Prost zusammen. La 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 la